Am Tag 3. Ach ja. Jo, war ganz gut letzte Nacht. Du hast einiges mitgebracht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich weiß, ob jetzt diese Nacht dieses Haus frei wird, wo ich dich die ganze Zeit schon hinbringen will. So, er muss mal pennen, ne? Will ich mal ja, er braucht Ruhe, sagt er. Ja, es geht eher eh nur nachts, ne? Mhm. Na gut. Na, du kannst dich da mal trotzdem hinlegen. Okay. Ich glaube, das bringt auch ein bisschen. Sollte ich nicht vielleicht mal mit ihm irgendwie ein zweites Bett bauen? Jo, das wäre vielleicht nicht verkehrt. Und er hat auch Hunger. Alle leicht krank. Ja. Okay. Auch bald wieder Tabletten bestimmt. Daneben? Ja, warum nicht? So, und du? Wir haben jetzt hier noch sowas. Wofür ist das? Was denn? So, das sind Kräuter, glaube ich. Nicht mehr. So, er kocht was. Wenn noch was da ist zum Kochen, ja. Wird schwierig. Was? Ach so, nein, es ist nur das Material. Ja. Mach ich hier aus Schrott? Das ist Holz. Aus Holz? Schrott braucht dich für irgendwas. Mhm. Ja, Holz brauchst du auch noch, aber. Ja, machen wir erstmal so. Holz haben wir ja in dem einen Haus noch liegen lassen. Ja, das stimmt. Also was du brauchst, ist Medizin und eine Essen. Waffe. Und eine Waffe wäre gut, ja. Unbedingt eine Waffe. Mhm. Was heißt das hier? Du kannst ihn füttern. So. Ah, okay. Witzig. Oh, ein Wasser fehlt. Ja. Ernst eigentlich. Und für einmal. Ja. Ja, gut. Hilft nichts, ne? Ja, aber du kannst es auch. Ja? Ist schwierig, weil du kannst halt auch das Ruheessen essen. Aber dann kann ich krank werden. Ja, das ist richtig. Das Ding ist halt. Ja, gut, dann hast du für ein Essen. Wenn du es jetzt aufhebst, könntest du nächste Nacht für, wenn du Wasser findest, dann für zwei kochen, weißt du? Am nächsten Tag. Ja, wie hungrig sind sie denn? Vielleicht. Hungrig. Also hungrig. Das geht schon. Und hungrig, das geht, ja. Der erholt sich. Ja. Er ist müde und er ist leicht krank. Ja, das geht ja dann noch. Mhm. Mm, dann will ich hier mal gucken, was ich hier bauen kann. Ist es jemand an der Tür? Ja, dann. Geh doch mal hin. Nicht, dass der mich gleich umlötet. Möglich wär's. Er hat gesagt, er hat was zum Tauschen. Er möchte tauschen. Das ist das, was er hat, ja? Mhm. Kein Wasser bei. Er hat Tabletten. Aber Tabletten, ja. Ah, dafür müssten sie mir eine Menge geben, sagt er. Zucker? Entschuldigung. Zucker ist erstmal nicht so wichtig jetzt, ne? Was ist nicht so wichtig? Zucker. Zucker? Nee. Ich hab noch 10. Ja. Das ist nicht genug. Waffenteile vielleicht. Brauchst du gerade erinnern mich. Ja, noch ein mehr. Was ist das hier? Kräuter? Das ist nichts Besonderes. Es steht auch immer links unten, ob das was wert ist oder nicht. Wo denn? Links unten. Sehr gewöhnliches Zeug, nichts Besonderes. Ach da. Dafür läuft ich noch 2, 3, ja. Warte mal, Mensch, Entschuldigung, jetzt okay. Habe ich auch ausgepustet. So, jetzt. Ja. Hier, falls ihr noch was brauchen. Gut. Ja, dann bleibt er mal stehen. Bietet ihr garantiert nichts an. So, dann kann er ja leicht krank, dann kann er ja schon mal die Tabletten direkt fressen, ne? Ja. So, und du? Dann kannst du jetzt bauen gehen. Ist ein Bett gebaut, kannst du jetzt bauen gehen. Hier waren wir auch noch gar nicht drin, ne? Nee, weil du da nicht reinkommst. Ja.
So, was wollen wir denn mal herstellen? Eine Schaufel und eine Brechstange. Was brauchst du denn für eine Waffe? Waffenteile. Ach, Mist. Das wir gerade vertradet haben. Gut. Naja. Warte mal, wir können jetzt eine Brechstange bauen. 10 von 16. 7. Aber wir könnten Dietrich und eine Brechstange oder eine Schaufel und eine Brechstange. Nee. Dietrich. Ja. Ich würde, glaube ich, eine Brechstange bevorzugen. Weil die Schaufel ist, glaube ich. Ja. Ja. Die Schaufel ist für Gartenarbeit so. Kannst du später auch dann Sachen anpflanzen. Und für diese Gravelhaufen, ne? Ja. Aber damit kannst du dann auch, wenn du in Häuser einbrichst, dann eventuell, ne? Noch weiter, weil da dann die Türen aufgehen und so. Ich will nochmal was ausprobieren. Ja, schon. Ja, darf ich jetzt mit dir handeln? Du musst so unten auf Handeln kriegen. Oh, ich bin dumm. Sorry. Dafür will er nämlich nicht so viel. Aber guck, nimm diese Kondensatoren. Die brauchst du im Moment nicht. Oh, das ist sogar sehr großzügig. Einer davon reicht. Ja. Gut. Dann können wir nämlich noch ein Messer bauen. Florian Klug. Ausnahmsweise hat er hier mal was richtig gemacht. Ja, hast du gut gemacht, ja. So, der ist hungrig. Oh, das sind sie alle. Da haben wir gesagt, da warten wir mit. Was kann er denn hier noch machen? Aber ich weiß, dass ihr was zu essen braucht, Junge. Nix im Moment. Was soll ich machen? Was ist das hier oben für ein Zeichen? Musst du aufbrechen? Ah, das kann ich aufbrechen. Na gut, zum Glück haben wir ein Brecheisen gebaut. Mhm. Können wir ihn denn reinholen? Nö. Nee, wir können ihn nur wegschicken. Ja. So, und das Brecheisen ist ja jetzt einfach im allgemeinen Inventar. Genau, oder? Das kannst du jetzt, kannst du da oben hin und dann müsstest du ja das machen. Kann er sich nämlich hier unten mal eine Tür zu schaffen machen? Kann er auch ein Brecheisen für benutzen, ich weiß, aber. Ja, aber du kannst, glaube ich, nur eine Option. Ja, ja. Ja, gucken wir jetzt einfach mal, was er hier oben macht. Ein bisschen Zeit haben wir ja auch noch. Geht auch schnell. Ja. Kann er auch gleich runter. Kann der andere gleich runterlaufen und die Tür aufreißen. Ja. Was haben wir hier? Wasser! Sehr gut. So, dann gehst du jetzt erstmal kochen für zwei. Und du? Ach, du gehst nicht. Ich hatte dich ausgewählt. Ja gut, dann machen wir so. Ja. Und du gehst runter und brichst die Tür auf. Da ist nämlich auch noch Shit drin. Ja. Das war aufgrund letzter Nacht. Ja, der war mit Wache geschoben. Achso. So, und du isst jetzt erstmal was? Du musst ja auch langsam Gedanken machen, wen du losschicken willst, ne? Ja, ja, klar. Der eine ist krank, der andere ist müde. Das ist nicht so geil. Und der dritte ist verletzt. Er hat immerhin schon. Ja, das stimmt, der hat Medis. Er hat immerhin schon mal Medis genommen. Wann ist hier Feierabend? Ich glaube demnächst um 8. Um 8, ne? Warte, dann will ich eben nochmal, dass er aufhört, da unten zu buddeln, dass er erstmal nochmal schnell was isst, wenn er es noch schafft. Ne, Mist. Naja. Egal. So. Also der Koch sollte schlafen. Der Koch ist nur müde. Mhm. Er ist hungrig und leicht krank. Mhm. Kann aber mehr tragen. Ist das richtig? Ja, ja. Am meisten kann Marco. Ja, und Marco pennt. Das ist in Ordnung. Dann soll der Koch Wache stehen, ne? Ja, und wen schickst du los? Pavel. Also ich würde Bruno schlafen lassen. Weil Bruno ist schon müde, oder? Naja, aber du packst drauf und lässt die nächste Nacht, ja. Ich dachte, ich lasse den jetzt erstmal die Nacht über pennen, damit die Verletzung vielleicht. Ja, das ist richtig. Und er ist ja auf Medis und am nächsten Tag kann er sich dann ausruhen. Ja, das stimmt. Was essen und sich ausruhen. Ja, dann schenk Pavel. Guck mal bei dem Doppelhaus, ob
Welches das war? Gefahr. Da kannst du mal hin. Da soll ich hin? Mhm. Das ist ja jetzt auch eine Waffe. Das Ding kommt jetzt mit. Das Ding kommt jetzt mit. Und sonst nichts. Nee, das war's. Ach nee, Dietrich hat ihn nicht gebaut. Na gut. Ist in Ordnung. Also beim nächsten noch. Das ist ja auch so ein Brecheisen. So. Hier kamen Schüsse her und da gehe ich rein, bist du bekloppt? Naja. Versteckt er sich. Okay. Soll ich hier wirklich rein? Naja, jetzt bist du schon da. Du kannst auch was mitnehmen. Was mache ich denn? Deine Sachen weglegen. Was heißt das? Weiß ich nicht. Da steht auf jeden Fall einer. Oh oh! Du, der hat ein Gewehr. Ja, ich weiß. Gut. Der schießt jetzt auf dich, wenn du. Weil du sein Shit genommen hast. Na, ich hab da nur eine Beere gepflückt. Aber ich sollte hier raus, oder nicht? Nicht. Also die kommen nicht runter. Also ich soll hier mal runtergehen? Ne, die kommen nicht runter. Nein, meinst du, aber ich soll ja hier mal runter? Jojo, kann ich machen. Warte, erstmal nix. Oh oh. Bei dir läuft was. Ein Holz. Wie fährst du schon mal ein bisschen Essen gefunden? Das ist ja auch nicht verkehrt. Das sind Crowbars, ne? Ja. Oh, jetzt wird's kritisch. Soll ich da jetzt einfach hochgehen? Und was willst du machen? Warum hast du mich da hingeschickt? Bist du blöd? Weil ich dachte, das ist ein anderes Haus. Oh, da ist gar keiner. Okay. Soll ich jetzt abhauen wieder? Ja, oder du kletterst hoch. Ach, hier ist ja auch noch Haus. Ja, ja, das ist das. Ja, aber wenn ich hier noch weitergehe, hier oben steht einer. Nee, der ist gerade reingegangen. Ne? Der ist gerade reingegangen, ja. Ach, da soll ich. Versuch's. Boah, ist aber risky hier. Ja, sicher ist das risky. Das ist alles ziemlich risky. Ja, nee, der sitzt da noch. Kann ja mal gucken. Ja, der ist da noch. Mhm. Kann ich vergessen, da über den Platz zu gehen. Und das Rennen. Ja, und dann kommen sie nach. Oder nicht? Kommen die mir da nicht hinterher? Ich glaube nicht, der hat dich ja schon gesehen. Nee, der hat mich nicht gesehen. Was, vorhin da unten? Und der hat auf dich gezielt. Nein, nein. Doch, er ruft, du bist tot. Ja, glaubst du nicht, dass das dann unglaublich dumm ist, da rüber zu rennen? Weiß ich nicht. Wenn du rennst und er dann trifft? Ja, wenn er mich dann trifft, bin ich tot. Oder vielleicht. Ja, sind meine Jungs noch zu zweit, super. Ich sag ja nur, was die Möglichkeiten sind. Ja, nee, das ist eine Scheißmöglichkeit. Gut. Ganz ehrlich. Ja, ich auch. Ja, nur, was, Alter, der hatte nicht nur eine Knarre, der hatte ein Gewehr. Ja, das stimmt. Ja, wichtig ist, dass du jedes Mal, wenn du eine neue Location besuchst, kriegst du andere freigeschaltet. Das heißt, ja, ja, klar. War trotzdem nicht verloren. Ja, sagt er, hat gute Beute gemacht. Ja, siehste. Mhm. Ja, na klar. Ja. Mhm. Ah, tiefe Wunde. Na toll. Wir haben nichts gestohlen. Das ist ja schon mal immerhin etwas. Mhm. Auch wenn Marco jetzt infiziert sterben wird. Gut! Ja, haben wir das machen wir dann ja. In der nächsten Woche, ne? Ja. Nächstes Mal, sagen wir so. Tschüss. Ja, tschüss.